Und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich freue mich wieder sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Heute habe ich geplant, dass wir der kleinen Katze hier helfen, die mir so verirrt hinterherläuft, so bittend hinterherläuft, eher gesagt. Und ja, dann machen wir heute die Quest und bin gespannt. Ein Kätzchen mit rötlichem Fell kommt auf dich zu. Es miaut, herzweichend. Und wirkt verloren und verängstigt. Sie hat etwas um den Hals. Das solltest du dir genauer ansehen. Ein verwirrtes Kätzchen. Streichle die Katze. Okay. Wie praktisch, dass es von selber absteigt. Der Charakter. No. Bei genauerem Nachsehen entdeckst du eine kleine Nachricht, die an einem Halsband befestigt ist. Auf dem Zettel steht, mein Name ist Dory. Bring mich bitte nach Fort Pinter zurück, damit meine Besitzerin sich nicht mehr sorgt. Die Nachricht war deutlich. Es wird Zeit, die kleine Dory ihre Besitzerin in Fort Pinter zurückzubringen. Dory finden. Finde Dory. Dory finden. Bringe die Katze ihrer Besitzerin in Fort Pinter zurück. Okay. So, jetzt sind wir in Fort Pinter angekommen und hier vorne ist gleich die Besitzerin der kleinen Dory. Die hat aber ganz schön viele Kätzchen. Hallo. Ich kann nicht fassen, dass du sie gefunden hast. Oh, meine kleine Dory, ich habe dich so vermisst. Vielen Dank dafür, dass du sie gefunden hast. Und was es dich angeht... Miep! Glaub ja nicht, dass ich dich auch nur einen einzigen Moment aus den Augen lasse, du kleine Streunerin. Wirft sich niedlich in Pose. Cute. Ah, als ob ich je lange böse auf dich sein könnte. Sieh dir dieses Gesicht an. Findest du nicht, dass sie einfach zuckersüß ist? Das ist sie, dieses Gesichtchen. Ich habe es ehrlich gesagt mehr mit Hunden. Also ich bin, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr eher Katzenliebhaber oder Hundeliebhaber seid. Ich liebe beide Tiere und deswegen nehme ich einfach die erste Antwort. Ja nicht, sie ist die Hübscheste. Miau! Nein, ihr seid alle die Hübschesten und Niedlichsten und ich liebe euch alle gleich. Katzen, hast du je darüber nachgedacht, selbst eine zu adoptieren? Im Pet Shop Girls sind heute Morgen einige neue, wundervolle Katzen angekommen. Sie warten auf einen liebenvollen Menschen, der sie adoptiert und ihnen ein neues Zuhause für alle Zeiten schenkt. Ich würde sie ja alle selbst adoptieren, wenn ich nur könnte. Vielleicht noch eine. Miau! Ich glaube, die sind davon nicht so erfreut. Dann schauen wir mal in den Pet Shop kurz rein. Und gucken, was da für süße Kätzchen vielleicht sind. Oh, hoppala, hallo. So, das Outfit sieht cool aus. Hallo, du willst eine Tasche haben? Dann bist du hier richtig. Willkommen in Fort Pinters Haustier- und Taschengeschäft. Warum wir Haustiere und Taschen verkaufen? Das ist doch klar, weil man eine Satteltasche braucht, um mit einem Haustier reiten zu können. Wie sollte dein Haustier sonst sehen, wo ihr seid? Stimmt. Bei mir findest du die schönsten Taschen, die in ganz Jorvik. Und bei meiner Kollegin im Tiergeschäft gibt es alle möglichen Haustiere. Weißt du was? Geh zu ihr und sag Hallo. Sag ihr, dass du ein VIP-Kunde bist, sodass du die erste Tasche gratis bekommst.
Haustiere und Taschen in Fort Pinter. Sprich mit dem Besitzer der Tiergeschäfte in Fort Pin- des Tiergeschäfts in Fort Pinter. Mhm. Sehr gerne. Hallo. Hallo. Ah, du bist ein VIP-Kunde? Bitte sehr. Hier hast du dein, hast du eine Tasche für deine Haustiere. Haustier. Es ist nicht die schönste Tasche der Welt, aber meine Kollegin dort verkauft etwas schönere Taschen, wenn du willst. Aber jetzt zum Haustier. Hast du gesagt, wie süß die sind? Hast du gesehen, wie süß die sind? Sie suchen alle nach einem neuen Zuhause. Was sagst du? Glaubst du, dass eins von ihnen besonders süß ist? Sprich mit mir, wenn du ein Tier kaufen willst und erinnere dich daran, dass sie in einer Tasche sitzen müssen, wenn du sie sehen willst. Sonst glauben sie, dass sie zu langweilig sind, um sich zeigen zu dürfen. Alles klar. So, was Glückwunsch. Du hast ja einen Ruf in Fort Pinter aufgebaut. Das ging jetzt schnell. So, Leute, was ich aber gerade auch noch, wo ich gerade noch dran gedacht habe, was ja während ich das Rennen bei Loretta gemacht habe, passiert ist, dass wir einen Erfolg freigeschalten haben, und zwar über die Gartenarten, Gangarten, nicht Gartenarten, Gangarten. Und zwar haben wir 500 500 Kontrollpunkte geschafft und somit unseren ersten, ich sag mal, Sammel, also wo wir, der etwas länger dauert als diese Erfolge, wo du sofort alles machen kannst, freigeschalten, beziehungsweise auf Gold hoch. Und ja, fehlen uns da trotzdem noch ein paar, aber wir sind auf einem guten Weg. So, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich weiß, das ist sehr kurz, aber vielleicht kommt noch eine zweite Folge Let's Play Star Stable Online, da ich mir dachte, da ich ja alle zwei Wochen immer eine Sternsuche rausbringe, wäre das heute mal eine gute Abwechslung, weil ich keine neuen Sterne zur Verfügung habe. Wie ihr seht, habe ich Moorland Nebelfall, wo ich aber eigentlich noch nicht hin kann. Deswegen mache ich das auch erst später, wenn ich da hinkomme. Nimmerlands Hochland und Winterdorf. Und deswegen, dadurch, dass ich noch nichts Neues freigeschalten habe, werde ich heute auf die Sternsuche verzichten und einen zweiten Part von Star Stable Online hochladen. Und ja, dann hoffe ich, es hat euch der erste Part hat euch ein bisschen gefallen. Ich würde mich sehr über ein Like freuen und über ein Abo, und aktiviere die Glocke, dass ihr keine neuen Videos mehr von mir verpasst. Dann sehen wir uns bei der nächsten Folge Star Stable Online. Ciao!